Grüße zum Video Stadt und Sparen von Monika Winter. Heute in der Sparte. Jederzeit 30 Euro im Monat und dafür sind Bus und Bahn gratis für jeden, wie es jetzt schon Landkreise bei uns so machen, mit den Gratisbussen für so 30 Euro für jeden im Monat. Bei der GEZ muss man auch schon fast 18 Euro im Monat zahlen und bekommt fast nichts dafür. Und für 30 Euro mit Bus und Bahn gratis durch Deutschland oder durch die EU wäre das super. Dort ist man näher und genauer. Hallo liebe Leute, Grüße zum Video Stadt und Sparen von Monika Winter. Und heute der Spartipp mit 30 Euro im Monat mit Bus und Bahn gratis durch ganz Deutschland, durch die EU. Jederzeit 30 Euro im Monat, so wie bei der GRZ. Und dafür darf man in Bus und Bahn gratis fahren. Und das wird echt super. Und dann will bestimmt jeder Zweite sein Auto stehen lassen, um mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit fahren, wenn das gratis wäre. Und jede Familie hat zwei, drei Autos, dann haben die wahrscheinlich nur noch ein Auto, weil so viel Bus und Bahn, wie die fahren. Und die Stickoxide und die Luftverschmutzung und CO2 in der Stadt wäre gleich viel besser, weil dann nur noch halb so viele Autos fahren. Die Autobahnen sind nicht mal so voll, die Straßen sind nicht so voll. Man braucht nicht so viel den Straßen reparieren, wenn weniger fahren. Und eine gute Idee. Und wenn man zum Beispiel eine Freundin in Köln hat oder so, dann kann man in ein, zwei Stunden mit dem Zug da bequem fahren. Mit dem Auto wäre echt eine Qual. Fahren Sie mal mit von hier nach München mit dem Auto 8 Stunden. Das ist echt eine Qual. Da, für mich ist es überhaupt nichts. Und mit dem Bus und Bahn, das ist echt gemütlich. Da kann man sich unterhalten. Sich schlafen legen oder was lesen da und ist echt bequem damit mit dem Bus oder Bahn. Und deswegen plädiere ich dafür jederzeit 30 Euro im Monat und dafür sind Bus und Bahn gratis. Erstmal nur in Deutschland und dann EU-weit, vielleicht weltweit, wäre doch echt gut. Und jetzt müssen wir schon 18 Euro im Monat fast zahlen für die GEZ und bekommen fast gar nichts dafür und nicht mal das Doppelte, 30 Euro. Und man kann mit Bus und Bahn fahren, in Urlaub und sonst wohin zur Arbeit. Die ganzen Schüler können fahren. Und das ist echt eine gute Idee. Ich habe das vor ungefähr einem Jahr im Fernsehen gesehen, im Ländermagazin irgendwo war das da. Dass ein Landkreis oder mehrere machen das schon. Mehrere Kreis Warendorf. Also so Kreise machen das schon. Dass sie das 30 Euro im Monat nehmen und dafür sind dann die ganzen Busse gratis. Und ich bin jetzt dafür, dass Bus und Bahn gratis sind. So, das wird sonst so lang. Auf jeden Fall für die Luftverschmutzung, CO2 und so weiter, Ölmangel, Gasmangel, Energiemangel und da kann man die Hälfte an Öl und Gas sparen und Energie und dann fahren die Leute Bus und Bahn. Und mehr Spartipps, das war ja Spartipp Nummer 70. Auf meiner Seite ludger-winter.de oder auf Facebook ludger-winter-stadt und sparen. Da sind, auf Facebook sind jetzt alle 70. Auf ludger-winter.de hatte ich halt weniger Zeit, habe ich da erst so 30, 35 sind da erst, glaube ich. Deswegen gucke lieber auf Facebook. Da sind immer alle. Weil das nicht so viel Arbeit ist, das da hochzuladen und so weiter. Okay, ciao, mit abonnieren.